Liebe Delegierte, liebe Besucherinnen und Besucher dieses Bundesparteitages, liebe Freunde der ÖDP, gerne würde ich jetzt am Rednerpult in Köln stehen, aber Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher hoffe ich auf euer Verständnis, dass ich das Grußwort nun digital halten muss. Am 24. Februar hat sich die Welt verändert, für uns alle. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Die Entscheidung des russischen Autokraten Putin, mit der Ukraine das größte Land Europas zu überfallen, hat alles geändert. Wir müssen unermessliches Leid mit ansehen. Wir erleben die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Innerhalb kürzester Zeit haben sich zumindest diese 8 Punkte geändert. Die Ukraine ist jetzt integraler Teil von Europa. Russland ist isoliert. Die EU ist zusammengerückt. Die EU hat neue Beitrittsanträge und wird wieder größer. Europa remilitarisiert sich. Europa und Amerika rücken näher. Die NATO hat wieder eine Aufgabe. Die Energiewende wird beschleunigt. Eines ist klar, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und für uns gilt, wir müssen raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Gleichzeitig können wir uns von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern jetzt befreien. Hierfür müssen wir jetzt endlich energieeffizient werden. Lasst uns einsparen. Jetzt ist der Moment zu sagen, weniger ist mehr. Der Ausstieg aus dem verschwenderischen Konsum ist der richtige Einstieg in die Energiewende. Die konsequente Energiewende hätten wir früher haben können. Es klingt zynisch, wenn ich jetzt sage, dass es offenbar zwei große globale Krisen brauchte, damit unsere Regierung endlich umdenkt. Die Naivität unserer politischen Führung, das blinde Festhalten an Nord Stream 2 und somit an fossiler Energie und auch an Russland, das war verantwortungslos. Frau Merkel und ihre Mitstreiter haben fahrlässig gehandelt. Jetzt müssen innerhalb von wenigen Monaten, ja Wochen, das ausgeglichen werden, was uns da eingebrockt wurde. Mit dem Krieg in der Ukraine droht aber auch eine andere Gefahr. Die Situation wird von Agrarkonzernen genutzt, um der Natur und dem Artenschutz den Garaus zu machen. Ökologische Vorrangflächen sollen jetzt doch für intensive Landwirtschaft genutzt werden. Und die Kommission spielt dieses Spiel leider mit. Wichtige Naturschutzgesetze wie das Renaturierungsgesetz oder ein Gesetz zur Senkung des Pestizidverbrauchs werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist aber genau der falsche Ansatz. Der Kampf gegen den massiven Biodiversitätsverlust darf nicht einfach ausgesetzt werden. Jetzt mehr denn je sind wir auf gesunde Ökosysteme angewiesen, wenn wir die Lebensmittelproduktion auch in Zukunft sichern wollen. Es ist falsch, dem Druck der agrochemischen Industrie nachzugehen. Liebe Delegierte, der Krieg sollte nicht nur Katalysator für den Ausbau der Erneuerbaren sein, sondern auch für den Umbau unserer Landwirtschaft. Mit Schrecken müssen wir aber feststellen, dass Klimaschutz immer häufiger gegen den Artenschutz ausgespielt wird. Nehmen wir nur den Wasserschutz. Wir sehen, wie Unternehmen in kürzester Zeit hochgezogen werden, die vermeintlich dem Klimaschutz dienen. Ohne rechtskräftige Genehmigung, die dann aus politischen Gründen und aus wirtschaftlicher Gier nachgeschoben werden. Wir sehen, wie im Namen des Klimas Wälder abgeholzt und Wasserschutzgebiete ausgeplündert werden. Das ist nicht nur in Brandenburg bei Tesla zu beobachten, auch in meiner Heimat im Saarland, wo eine Batteriefabrik aus China direkt neben einem Wasserschutzgebiet entstehen soll. Die betroffenen Politiker verweisen auf die Elektromobilität. Der vermeintliche Beitrag zum Klimaschutz scheint alles zu erlauben. Es brechen die Dämme nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Politikerinnen und Politiker nehmen schamlos Projekte, die unter normalen Umständen niemals die Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen würden. Und das in einer Situation, wo wir bereits vor dem Beginn des Sommers sogenannte Wasserstressgebiete aus dem All beobachten können, wo es sie vorher nie gab. Die NASA hat mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum Beobachtungen gemacht, die uns zeigen, dass neben der Klimaerwärmung die Bodentrockenheit als ganz besondere Gefahr für uns direkt um die Ecke lauern. Brandenburg ist ein solches Wasserstressgebiet. Liebe Delegierte, wir dürfen diesem Treiben nicht länger zuschauen. Die ÖDP in Brandenburg hat bravourös gegen das rücksichtslose Vorgehen der Landesregierung gekämpft. Unsere Freundinnen und Freunde um Thomas Löb haben erkannt, dass Grundwasserschutz Grundrechtsschutz ist. Mit Tesla hatte wohl der aggressivste Profitgeier unserer Zeit in Deutschland katastrophale Maßstäbe gesetzt. Sehenden Auges haben Landespolitiker ihre nachgeordneten Behörden unter Druck gesetzt, um offen gegen Wasserschutzrecht zu verstoßen. Und was ist die Folge? Weitere große US-amerikanische Unternehmen siedeln sich in Ostdeutschland an. Mit dem Verweis auf großes Platzangebot an unversiegelter Fläche und die schnellen und unkomplizierten Genehmigungsverfahren werde großen Investitionen in Wäldern, auf grünen Wiesen und Äckern angekündigt.
Liebe Freundinnen und Freunde, wir können den Naturschutz und den Bodenschutz nicht opfern, nur weil die größten Unternehmen der Welt mit dem Finger schnippen. Wir müssen weitermachen in unserem Anliegen, derartige Investitionen in bestehende Brachflächen zu lenken. Wir sind nicht gegen Batterien, schon gar nicht gegen Elektromobilität. Wir sind aber dagegen, dass derartige Fabriken in die Natur und sogar in Wasserschutzgebiete gebaut werden. Es geht darum, der Industriebrachfläche den Vorrang zu geben, vor Grünfläche. Es geht darum, Böden zu schützen und somit eine der wichtigsten Ressourcen unseres Planeten zu verteidigen. Es geht darum, Planungsprozesse so umzuwandeln, dass es eben schneller geht, wenn man auf einer Industriebrache ansiedelt, als wenn man seine Fabrik in die freie Natur baut. Es darf nicht billiger sein, einen Wald abzuholzen, auf einer Wiese oder einem Acker zu bauen, statt auf einer Brachfläche. Das ist doch gesunder Menschenverstand. Also es ist nicht so viel verlangt, den von unseren Politikern einzufordern. Insofern ist es mir nicht nur hier auf diesem Parteitag ein Anliegen, für konsequenten Bodenschutz zu kämpfen oder im Saarland mit der Volksinitiative gegen den Flächenfraß, sondern ich tue dies selbstverständlich auch im Europäischen Parlament. Doch ich setze mich im EP nicht nur für den Bodenschutz ein. Aktuell bearbeite ich als Schattenberichterstatterin meiner Fraktion Themen zum Verbraucherschutz, zur Kreislaufwirtschaft und zur Dekarbonisierung der Industrie. Am Donnerstag haben wir im Umweltausschuss den Bericht zur Wiederverwendung von hochgiftigen Chemikalien abgestimmt. Es freut mich, dass ich für meine Fraktion in den Verhandlungen die Abfallgrenzwerte für das Recycling dieser Stoffe erheblich reduzieren konnte. Es handelt sich um persistente organische Schadstoffe, die für lange Zeit in der Umwelt verbleiben, sich in Nahrungsketten anreichern und der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Mein Ziel ist es ganz klar, zu einer schadstofffreien Kreislaufwirtschaft überzugehen. Die Grenzwerte für diese Chemikalien in Abfällen muss auf nahezu null gesenkt werden. Nur so kann verhindert werden, dass die hochschädlichen Stoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Das Thema Kreislaufwirtschaft wird mich auch weiter stark in den Ausschüssen beschäftigen. Und hier möchte ich insbesondere Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Macht durch bessere Informationen verleihen. Als Schattenberichterstatterin im Industrieausschuss für das Gesetz zur Stärkung der Rolle der Verbraucher beim Übergang zu einer grünen Wirtschaft will ich Verbraucherrechte stärken und unlautere Geschäftspraktiken angehen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen zuverlässige und nützliche Produktinformationen erhalten, etwa zur Lebensdauer und Reparaturmöglichkeiten. Ebenso soll verhindert werden, dass durch Grünfärberei Produkte mit verkürzter Lebensdauer verkauft werden, und wir brauchen Mindestanforderungen für Nachhaltigkeitslogos und Gütesiegel. Als Schattenberichterstatterin meiner Fraktion im federführenden Umweltausschuss arbeite ich gerade auch an einem der wichtigsten Gesetze des Klimaschutzpaketes der Kommission, der CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Zielt auf nichts Geringeres als die globale Dekarbonisierung der Industrie hin zu einer Ökologisierung unserer Industrieprozesse. Dieser Mechanismus, kurz auch CBAM genannt, soll den CO2-Preis zwischen einheimischen Produkten und Importen ausgleichen. Der ökologische Fußabdruck soll sich im Preis aller Produkte ausdrücken, auch derjenigen, die aus nicht-europäischen Staaten importiert werden. Leider gibt es aber auch besorgniserregende Entwicklungen aus dem Europäischen Parlament zu berichten, die unsere Partei sehr hart treffen könnten. Es war bisher ein Glücksfall, dass wir die letzten beiden Europawahlen ohne Prozenthürde gestalten konnten. Es ist nicht gegeben, dass dies so bleibt. Leider versuchen machtgierige Politiker, insbesondere der CDU, aber auch der SPD, eine Prozenthürde schon für die nächste Wahl wieder einzuführen, und dies nicht zu knapp. Es sollen 3,5% sein. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht schwarz auf weiß bescheinigt hat, dass eine Prozenthürde für das Europaparlament höchst undemokratisch und verfassungswidrig ist. Jetzt soll sie wieder durch die Hintertür eingeführt werden. Bevor es zu einer Klage kommen muss, werden wir versuchen, den Vorschlag des Europäischen Parlaments zu beeinflussen. Das Plenum stimmt hierzu im Mai ab, und gemeinsam mit anderen betroffenen Parteien hoffen wir, die Prozenthürde noch zu Fall zu bringen, was aber als sehr schwierig sein wird. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass durch unser Mitwirken die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in keinster Weise beeinträchtigt wird. Es ist die pure Machtpolitik der großen Parteien, die rücksichtslos ihre eigenen Pfründe verteidigen wollen. Das ist zutiefst antidemokratisch. Liebe Freundinnen und Freunde, so oder so müssen wir bei der Europawahl mehr Stimmen erzielen, um auch weiterhin dort vertreten zu sein. Ich werde mich deswegen gemeinsam mit dem Bundesvorstand in einen Prozess der Themenkonzentration begeben. Wir müssen unsere Alleinstärkungsmerkmale stärker in den Vordergrund stellen. Die Professionalisierung unserer Öffentlichkeitsarbeit ist dabei aber auch ein Prozess, den wir weiter vorantreiben müssen.
Die ersten Schritte in die richtige Richtung sind gemacht. Die Arbeit im Europaparlament und auch die Arbeit des Bundesvorstandes müssen noch deutlicher gebündelt werden, damit wir durchdringen. Wir werden um eine Themenkonzentration nicht herumkommen. Insbesondere beim Naturschutz zeigen alle anderen Parteien, einschließlich der Grünen mittlerweile, dass sie diesen immer mehr zugunsten einer Klimaindustrialisierung aufgeben wollen. Hierfür müssen wir ansetzen. Wir sind die wahren Ökodemokratinnen und Ökodemokraten, die die ursprüngliche ökologische Themen weiterhin im Zentrum unserer Politik rücken. Naturschutz, Tierschutz, Verbraucherschutz. Besten Dank für die rege Unterstützung, die ich aus der gesamten Partei erfahre. Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit. Dem Bundesparteitag in Köln wünsche ich einen guten Verlauf und exzellente Beschlüsse. Herzliche Grüße.